Den Mund-Nasen-Schutz gibt es gegen Vorlage der Krankenkassenkarte in der Apotheke. Schon früh reagierte Taiwan auf die Corona-Pandemie und kam dank effektiver Maßnahmen so glimpflich davon wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Von den rund 24 Millionen Einwohnern steckten sich nach Daten der Johns Hopkins Universität bisher weniger als 450 mit dem neuartigen Coronavirus an, bei 6 Todesfällen. Nicht nur im Land selbst reagierten die Gesundheitsbehörden schnell. Bereits am 31. Dezember informierte die taiwanische Seuchenbehörde die WHO per Mail über Fälle atypischer Lungenentzündungen in Wuhan. Die Krankheit werde offenbar von Mensch zu Mensch übertragen. Doch die WHO ignorierte die E-Mail. Das demokratische Taiwan ist auf Druck Chinas kein Mitglied der WHO. Erst 3 Wochen später, am 20. Januar, bestätigte China die Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Die WHO folgte nochmal 2 Tage später. Viel Zeit, die bei der Eindämmung von Corona verloren ging.